Willkommen hier zu einer neuen Folge mit unseren Aragorn. Wir haben erfolgreich Marokko besiegt. Jetzt ist die Frage, an was wir als nächstes gehen. Frankreich oder Großbritannien? Beziehungsweise England. England, denke ich mal, wäre leichter. Da können wir nämlich Kastilien noch mit reinnehmen. Das sollte eigentlich machbar sein. Oh, jetzt ist Venedig nur dazu gekommen, sehe ich gerade. Glaube ich. Ich glaube, das war vorher noch nicht. Das ist natürlich ein bisschen schwer. Dann. Okay. Sollte aber trotzdem machbar sein. Ja, eigentlich schon. Venedig war wahrscheinlich nach Neapel latschen. Könnte ich mir vorstellen. Schaut denn das hier aus? Mit Österreich und Kastilien helfen. Österreich könnte sich Ungarn vornehmen. Das wäre gut. Kastilien hilft mir gegen die Dingens. Ja. Das wäre so eine Idee. Gegen die Dings haben sie schon wieder Frieden, okay. Wobei ich mir natürlich zuerst mal hier die zwei Provinzen holen sollte, glaube ich. Das wäre, glaube ich, erstmal wichtiger. Die machen übrigens Rebellenhopping. Wechseln das immer hin und her. Der eine befreit, der andere holt es wieder zurück. Weil die sich nicht gegenseitig angreifen, weil es halt byzantinische Rebellen sind. Sehr nervig. So, koppel die mal ab. Können wir wieder Hanseschützen nach Genua. Und die Leute bringen wir mal hier rüber. So. Okay, du kannst schon mal hier hochlaufen. Dankeschön. Kurt habe ich schon soweit alles, bis auf Fest. Das geht ja noch nicht. Hier oben, das habe ich schon mal zum Start gemacht. Dann passt das auch soweit. Und das, die aragonische Flotte können wir dann auch gleich machen. Verschleißflotte minus 15. Aha. Nicht schlecht, nicht schlecht. Lassen wir die erstmal darüber. Venedig. Können wir uns mal markieren. Ja, ja, die blöden Rebellen da. Sehr nervig. Oh. Mal wieder befreien hier. Hier unten in Granada habe ich auch mal die Dings reduziert. Die Autonomie. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen unsere Flottenkapazität steigern. Ne? Hier lohnt sich das nicht so richtig. Können wir ja fast mal ein Handelshaus draus machen. Ach nee, es geht hier nicht. Ach, ich habe schon zum Start gemacht, stimmt. Ja, dann schwierig. So, jetzt habe ich ja gleich neue Ansprüche. Genau, hier unten. Ja, die sind leider mit Kastilien verbündet, ne? Das ist sehr doof. Muss ich sagen. Okay, ihr kommt darüber. Okidoki. Sehr schön. Okay. Was sind das hier für eine Kultur? Andalusisch. Ach, die ist in der Kulturgruppe, stimmt. Dann passt das ja. Dann kriegen wir da nicht so viel Unruhe rein.
passt. England hat ein Netzwerk gemacht. So. So ist aber auch. Die kleinen Säckel. Neue Wahl. Komm, können wir nochmal nehmen. Das passt schon. Können wir mal unsere Dings hier ausbauen. Bis zum Maximum. Wunderbar. So, was können wir hier Schönes machen? Moral, das klingt gut. So, Osman hat Venedig. Ah, das ist wieder genau von der anderen Seite, weißt? Das ist sehr doof. Jetzt greifen die halt genau die falsche Seite an. Okay, die sind mit den Mamluken verbündet. Ja, da werden sie sich wahrscheinlich hier oben hin konzentrieren. Fürchte ich. Das ist ja doof. Ah, dann kommen sie jetzt nicht mit in den Krieg wahrscheinlich, oder? England macht nicht mit? Tatsächlich. Wir wissen, ach, kein Verbündeter kommt mit, ist ja auch geil. Eine Mark? Nee, lass mal. Das muss nicht sein. Die Schiffe. Ich habe halt wieder viel zu viel von diesen blöden Transportschiffen. Ich brauche nicht so viel. 18 reichen mir. Möchte jemand haben? Kassieren zum Beispiel. Nee. Weil ich ziehe den Transportschiff weniger. Okay. Guckt mal hier rüber. Vielleicht möchte da jemand haben. Ja, Genua. 1A Transportschiffe. Nee. Jetzt? Nee. Schulden? Ah, okay. Oh, das ist gut. Sehr schön. Diplomat. Danke. Haben auch Schulden, alle Schulden hier. Moment. Müsstest du vielleicht zwei kaufen? Jo. Ja, wunderbar. Das hier fällt mir. Können wir noch ein bisschen unsere Schiffchen aufstocken. Das ist super. Sehr geil. Dann haben wir da auch mal ein bisschen mehr. Ne? So, 16,4 ist eigentlich ganz gut. Achso, wir kriegen gleich Nationalisten. Das ist noch so ein anderes Problem. Zandi und Portugal sollte an sich kein Problem sein. Was? Jetzt habt ihr wieder Schulden. Wollt ihr mich verarschen? Wie viel gefallen haben wir? 29, ja, passt. Mach mal einmal Vertrauen tauschen. Ah, dieses neue System mag ich, da kannst du das erhöhen. Muss dann nur einmal hin, nicht 10-mal. Das finde ich sehr gut. Oh, scheiße. Ich glaube, ich habe jetzt einmal. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, ich hätte zu viel eingetauscht. Irrtum meinerseits. Krieg erklären. Eroberung von Laport. So, ich hoffe, das geht gut. Dann sagen wir direkt mal Kastilien. Lauf mal hier rüber.
und nimm den Kram ein. Der hat ja auch überall Ansprüche, das ist natürlich doof. So, wie viel hat die Bretagne? Die hat nur 7000, das ist ja gar nichts. Läufst du da rein? Du läufst nirgendwo rein. Okay. Mit der sich nämlich hier Portugal vor und ich kann mich um die Sachen kümmern. Das passt. So. Können ein paar Schiffe versenken. Ah ja. So wie dazu. Zwei Großschiffe. Ja, das sollte passen. Handelsschiffe kommt auch mal hierher. Jetzt müssen nur noch Kastilien mal ankommen mit seinen Schiffen. Dürfen wir durchlaufen? Wir dürfen durchlaufen. Geht der da hoch? Was Händler belästigt? Marrakesch. Okay. Kriegst du uns 12 Monate Loyalität? Gerne. Bams. Schiffe versenkt. So gefällt mir das. Warte mal, mach das mal so. Genau. Genau. Blockierer? Ja, kannst du ruhig blockieren. Aber nichts dagegen. Hier geht der Kram ein bisschen schneller. Eine Regierungsreform. Was haben wir denn? Losentscheid? Oh, die Wahl findet nur statt, wenn der Herrscher stirbt. Das ist sehr gut. Alle Monarchenpunkte des gewählten Herrschers erhöhen sich um 1. Das wäre jetzt momentan für den gerade gut, ne? Kann Neuwahlen erzwingen? Nee. Neuwahlen verringern den Standeseinfluss im Zählen. Oh, das ist natürlich auch cool. Aber er regiert halt länger, ne? Hier wird es reduziert. Ich glaube, ich mache das hier mal für den Anfang. Kann mir ja später nochmal ändern. Dann lebt er hoffentlich länger. Weh, der stirbt mir jetzt direkt. Das wäre es natürlich. Das geht noch nicht. Schade. So, weiter konvertieren. Ja, sieht doch gut aus. Das sind die fetten Schiffe. 6 Großschiffe. Das ist ein bisschen viel, glaube ich. Wir warten mal auf unsere. Schauen wir mal kurz. Also wenn ich das hier nehmen würde, werden alles, was dagegen, niemand passt. Klempen kann mir egal sein. Burgund wäre noch so eine Idee als Bündnispartner, ne? Mal gucken. Was macht ihr da? Ich glaube, den können wir mal wieder losschicken. Genau, versteck dich mal. Ist schon recht. Ich dachte, ich hätte mehr Schiffe gebaut, aber anscheinend nicht. Nö, geht genau auf, okay. Wir schicken dich mal da hoch.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir die schaffen hier mit den anderen danach zusammen. Könnte ein bisschen schwierig werden. Und wir könnten das Ding fast fördern, ne? Dann können wir ein bisschen sparen. Ach, guck mal, die haben uns das gegeben. Oh, das ist schlecht. Das ist auch nicht gut. Dann hat 8000, okay. Ich glaube, ich muss sie doch mal hier rüberziehen ein bisschen. Ich kann da durchlaufen. Okay. Nehmen wir lieber die Unruhe. Komm mal hier rüber. Okay. Ja. Blöden Rebellen da unten noch erledigen. Schauen wir, dass wir die Dings. Nehmen die schnell raus oder nicht? Das ist hier die Frage. Es sind ja die blöden Engländer gelandet. Ungünstig, sag ich mal. Sehr gut. Oh oh. Nicht gut. Bisschen langsamer machen. Katharina Sforza. Moment, Pause. Tigerin von Folia, mächtige Herrscher mit einer Leidenschaft für Jagdkriegs und Alchemie. Sie ließ ihre Kinder in der Obhut der Orsis zurück, den Kastellanturm, also für Überzeugung, Festung Ravalina zu begeben. Kaum hat es eine Festung geschafft, wandelte sie sich gegen die Orsis und schwor ihnen Rache. Okay. Oh. Warum? Was? Tut was? Einen Sohn umzubringen? Worauf sie andere Fratello, bababa? Tut es, wenn ihr wollt, hängt sie direkt vor meinen Augen. Schließlich kann ich hiermit noch mehr machen. Worauf sie Männer in der belagerten Armee ihren unteren Intimbereich zeigte. Okay, ihre Reaktion schockt die Ursirsis derart, dass es nicht wagen, so was Kinder etwas anzutun. So, Sforza und ihren Onkel Ludvio Moro gelang es, im Feinde zu besiegen und in die Herrschaftsgebiet zurückzuerlangen. Seit der Wiedergeschaffung der Herrschaftsgebiete hat sie politisch Macht durch den Austausch von Geschenken mit Nachbarstaaten, durch Arrangieren von Ehen und Kinder gesteigert. Bei der Kontrolle und Ausgaben des Reichs der persönlichen Ausbildung ihrer Milizen hat sich Wirtschaft und militärisches Können unter Beweis gestellt. Ah, dann nehmen wir doch die mit Disziplin. Wo ist sie denn? Da ist sie. Wie viel verdienen wir? Ja, kann man es gerade so leisten. Ja, schaffen wir das rechtzeitig? Ich habe nicht die Oberhand, ne? Doch, ich führe es an, okay. Kommt der noch zur Hilfe? Nö. Ja, perfekt. So, wo letzt rennst du hin, dahin? Oder wo willst du hin? Nee. Oder? Doch, Lissabon. Nee, noch nicht. Dann halt da hoch. Die Armee auslöschen hier. Hab dich. Na? Mag nicht. Mag nicht ausgelöscht werden. Ah, sehr gut. Wir haben hier oben die Dings geholt. Dann gehen wir einmal dahin. Du gehst mal nach Porto.
soll dir passen. Ja. Vor Monatstick noch? Ach, oh, ist ja geil. Na, das hat TSS denn. Wird gelaufen, würde ich mal sagen, ne? Sehr geil. Das war wunderbar. Also 15%, okay. Dann besetzen wir einmal komplett. Dann sehen wir ja, was die so an Waffenstisch und mir da rausbekommen. Würde ich sagen. Kardinalsminister. Okay. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oh. Ah, die blöden Rebellen da. Sehr nervig. Die können da ruhig belagern. Das ist mir gerade ziemlich wurscht. Ob da jemand stirbt? Mal gucken. Ziehen wir den mal ein bisschen zusammen. Oh, ja, hallo. Wer ist denn da? Da versucht jemand das Ding zu befreien. Ah, jetzt Kastilien, ne? Schade. Ich dachte, ich wäre es mal, aber wohl eher nicht. Juhu. Ist das andere wieder blockiert? Ganz toll. So, kommen wir da schon in eine Höhe? Was sind die für eine Tech? Auch nur Tech 4, okay. Das passt ja. Dann mal rein da. Kurz die Armee auslöschen, hoffentlich. Ah, warte mal. Können wir die austricksen? Sie runterlaufen. Wollen. Ach, die wollen nicht. Okay, dann nehmen sie dahin. Ist mir auch recht. Wunderbar. Dann kümmerst du dich um die da. Irgendwie habe ich jetzt mit der mehr Männer verloren als wie mit den Söldnern. Nee. Ganz toll. So, mal gucken. Naja, die wollen noch nicht. Leider, das geht nicht. Ah, ich kann die. Kann da nichts nehmen. Das ist ja doof. Na gut. Okay, er verpieselt sich. Geh du wieder zurück. Kommen hier noch granatische? Hatte ich die nicht gerade erst? Mir war es so. Ganz toll. So 28%, okay. Dort wird schon. Ja, immerhin haben wir die anderen Kernprovinzen jetzt schon mal. So auch immer. Vulkanische Drohne, war der gut, die kann mir egal sein. So, jetzt kann ich das auch mal zur Kernprovinz machen. Wunderbar.
So, ob der Ding das für mich befreit? Ja, wunderbar. Was ist denn hier los? Moment. Wieso? Besetzt Orleans was von Amanak? Oh, die können sich gegenseitig den Krieg erklären? Okay. Die können ihre eigenen Kriege machen? Interessant. Das wusste ich auch nicht, dass diese Untertanenart da eigene Kriege machen kann. Interessant. Komm doch, komm doch. Blöden Rebellen. Gar nicht nervig. So, kommen wir da hoch. So, 30%. Reicht das schon? Ja, reicht schon. Kann ich das hier noch haben? Nee. Vertrag mit Portugal aufkündigen? Reicht leider nicht. Schade. Da warten wir mal so lang. Reicht das? Ja, das reicht. Kriegst aber zum vielleicht noch. Nee, schade. Bisschen Geld. Sehr geil. Und damit gehört uns das hier oben. So, Nafaro. Nafara oder wie auch immer. Rückgewinn der Küste. Wo kann ich das Korn? Nee. Reichweite reicht leider nicht, schade. Dann gib mir dir das. So. Kann ich jetzt immer noch nicht. Schade. So, jetzt müssten wir das abschließen. Achso, wir müssen es erst noch zur Kampfprovinz machen. Okay. Soll mir recht sein? Da warten wir mal noch so lang. Burgund möchte kein Bündnis wegen Österreich. Und Kastilien. Okay, schade. So, hier fehlt noch ein bisschen Kleingeld. Ja, da haben wir noch Zeit. Das rennt nicht. Ist okay. Heute überlegt. Man könnte die Seite besetzen, ne? Das würde gehen. Vom Osman. Ah. Was ist denn hier mit Mamluke? Nee, will nicht. Okay. Schade. Kann ich dich angreifen jetzt? Oh ja, das geht tatsächlich. Kriegsmöglichkeit ist hoch genug. Machen wir das. Dann schnappen wir uns die hier unten. Ganz einfach. Dann geht das schon. Wenn mal du bleibst hier, ich nehme die Söldner. Ist mir lieber. Machen wir es so. Die das machen. Haben wir jetzt die Chance genutzt, wo er noch niedrige Rekrutenreserve hatte und so, dass wir da das Zeug schonen können. So, dann sollte ich das mal zur Kernprovinz machen und dann gucken wir mal. Ja, die können da ruhig belagern jetzt. Das ist okay.
Haben die sich das jetzt geschnappt tatsächlich? Die sind miteinander verbündet. Moment, Moment. Die können sich untereinander verbünden? Okay. Alles sehr interessant hier mit diesen komischen Dingens da. So, hier, du bist verbündet mit Burgund. Luca mit Mailand. Ist da noch jemand im Reich? Nö, sind jetzt alle raus. Statt der Begierde. Ein bisschen Mittelmeer. Also Flotte von 50, 20 Galeeren, okay. Ja, das mit Neapel dauert halt noch eine ganze Ecke. Und greift das Kastilien ein, dauert auch noch. Außer ich greife das selber an. Aber ich würde halt wissen, ob die hier Personalunion kriegen. Das wäre halt interessant gewesen. Ist auch mit Österreich verbündet. Okay. Dachten unsere Dingens dauert noch. Aber nicht genug Geld. Weil die auch gerade Geld, das ist natürlich doof. Irgendwie verliere ich Kronland. Weil die hier über 60 sind. Das ist kacke. Ah, shit, shit ist. Reduzieren sollen. Wäre schade gewesen. Na, so ein Mist. Müsste mal. Welches Einheit? Überdehnung. Ja, ist auch noch so eine Sache. Neue Technologie. Dankeschön. Upgrade. Wir nehmen die da. Ideengruppe. Ja, das ist jetzt die große Preisfrage, ne? Was kann denn die Plutokratie so? Söldner, okay. Unruhe, Moral. Fortschritt, Händler, Güter. Einfluss, Entwicklungskosten, Regeneration der Rekrutenreserve. Mhm. Und gar nicht so schlecht. Ich glaube, ich würde auf den Handler erstmal gehen, oder? Wir sind eigentlich in einer ganz guten Position. Würde ich jetzt mal sagen. Für den Handel. Wofür gehen bringen ja nicht so viel, ne? Ja. Finde ich jetzt nicht so ganz so toll. Landstand Interaktionsabklingzeit. Aber man kriegt nochmal plus 2 Pracht. Das ist natürlich auch nicht zu verachten. Söldner, ja. Qualität wäre ganz gut. Wenn wir auch viel mit Flotte spielen. Ein Händler könnte mal halt die ganzen Handelsknoten zu uns bringen, ne? Ich glaube, ich nehme erstmal den Handel. Das sagt mir gerade irgendwie zu, ich weiß auch nicht. Und kann man das ändern? 65, okay. Schneller!
kurz warten, bis er sich erholt hat. Oh, ich krieg geil, ich krieg die Edelsteine in Barcelona. Wie geil ist das denn? Sehr nice. Das gefällt mir ganz besonders gut. Das muss ich jetzt mal so sagen. Nice. Very nice. Ich glaube, da braucht jemand Hilfe. Ich komme. Bam. So, dann gehen wir hier mal ganz schnell diese schöne Provinz besetzen. Also meine Rekrutenreserve füllt sich auch nicht auf, hä? Echt schlimm. Eieiei, armes Venedig. Kann ich mal Beziehungen verbessern? Vielleicht können wir dann später mit den Bündnis machen. Florenz wäre noch, die sind noch ziemlich stark, glaube ich. Mal gleich mal schauen. Kann ich mal seine Goldprovinz besetzen hier? Kommen wir da gleich ran irgendwie? Ja, ne? Sollte gehen. Sehr schön. So, okay, dann gehst du dahin. Haben wir noch einen besseren Belagerer? Nö. Diplo-Punkte, da kommen gleich Rebellen. Achso, nee, Schiffe reicht es leider nicht ganz. Da habe ich jetzt genau ein Transportschiff zu wenig. Wieso macht der nichts? Geh doch mal kurz da hoch. Ah, okay, das mit der Belagerung hat sich gerade erledigt. Das machen meine lieben Vasallen für mich. Ah, dass Tunesien jetzt mit den Osmanen verbündet sein muss, ist natürlich auch sehr unpraktisch. Muss ich mal sagen. Komme ich da hin? Nee. Das ist ja doof. Kommt Malakas sind nur die Fanatik raus, wo Katholiken sind. Das soll mal einer verstehen. So, wir können nehmen Kriegssteuern, würde ich sagen. AE ist erstmal nicht so wichtig. Untertan übertragen. Oh, es wäre gut gegen England, ne? Gegen Frankreich. Nee, ist doof, weil wir können nicht so viele Dinge machen. Ich habe schon zwei Juniorpartner. Das ist schon blöd genug für meinen Geschmack. Ich sag's nur immer so einen Haufen Schulden, sag mal. 1492 und dich 96. Yeah. Na gut. Kann ich leider nicht unterstützen, ne? Schade. Hab ich jetzt eine Ansprüche? Ja, hab ich. Okay. Das passt. Kann ich das schon kuren? Nee, hast du das schon gekurt? Auch noch nicht.
Na gut. Warte mal, bis der da fertig ist. Würde ich sagen. Wir verbessern unsere Beziehungen. Österreich kastieren. Die Küchenstadt destabilisieren. Das ist natürlich sehr schade. England Geldern. Mal Beziehung verbessern. Das schadet nicht. Echt teuer, 110. Können wir da was machen? Ja. Die Entwicklung reduzieren, ja. Es sind nur 84, passt. Wird verlängert, das zahlen wir zurück. Okidoki. Da kommt gleich sunnitischer Fanatiker, das ist aber nicht schön. Na. Wird das halt nochmal sehen. Ist sehr schlimm. Und da gehen sie schon von dannen. Sehr gut. Ja, mach das mal für mich, danke. Sehr cool. Na, wo willst du jetzt hin? Ach, rennst genau mich rein, das ist ja super. Das war's für dich. Gucken, ob wir noch Schiffe kriegen. Eins erobert. Ah, Transportschiff, ne? Passt doch. Das ist wunderbar. So, er hat aufgegeben. Achso, Venedig. Ne, nehmen wir Florenz. Tut ihm mal Staffeln. So, Ansprüche. Da, da, da und da. Doch. Nee. Irgendwie funktioniert die Sortierung immer noch nicht so richtig. Irgendwo haben sie dann bockig geschossen. Wenn ich komplett annektiere, was hältst du davon? Ja, passt. Ja, jetzt kriegen die wieder Land besetzen. Ich krieg nix. Das ist sehr kacke. Dankeschön. Die können wir abreißen. Kampfwünschen. Haben wir unsere schöne Goldprovinz, das passt. Wunderbar. Wir sind im Plus, das passt. Oh, kein gültiger Rivale mehr, das tut mir aber leid. Moskau? Nee. Kastilien könnte man machen, Frankreich. Als nächstes, ja. Mal Frankreich. Burgund? Schaut's aus? Fast. Die wollen fast. Gab. Ist das komplett? Ja, ist komplett. Vollständiger Kern, ach so.
So, jetzt. Mal gucken. Unruhe, minus 1, produzierte Güter lokal. Ja. Ich könnte mir dann hier unten machen. Was haben wir denn hier? Getreide? Na, das ist nicht so toll. Was ist hier? Zuckerrohr. Zuckerrohr ist nicht schlecht. Steuernahmen, Verwaltungskosten sind immer ganz nett. Das wäre auch eine Idee, die Augustine. Ein bisschen Nahstärke, Dingsverbreitung. Wie schaut denn das aus hier? Das sieht mir jetzt gerade nicht, ne? Ich nehme mal Casablanca zum Beispiel. Wo ist das? Da ganz unten. Minus 2,5. Puh. Das ist aber nicht schön. Ich glaube, hier unten mache ich mal Handelszentrum. Die Ecke dann vielleicht auch noch. Das hier oben behalten wir dann für uns selber. Minus 3 und 2, oh je. Yeah. Können noch mal ein bisschen Land wegnehmen, so. Bleib hier. Jetzt darüber fahren. Ach da. Gerade die andere Armee gesucht. Ich hab's sie nicht gesehen. Haben hier irgendeine Nation drin stecken? Coscon hat man drin. Oh. Achso, ich wollte mal gucken. Erobert Labourd. Jetzt hast du Ansprüche bekommen, oder? Das ist nicht viel. Kriegst dauerhafte Ansprüche auf alles da oben. Das ist natürlich ordentlich, ne? Ich will dir eigentlich gar nicht so viel geben. Könnte ich hier Dings rauslassen, dann hätte ich jede Menge Ansprüche. Ah, ist ja natürlich auch gut, ne? Ja, machen wir, glaube ich. Abbrechen. Ja, geht sogar. So. Das ist doch viel besser. Holen wir uns einmal die Ansprüche da. Hätte ich es gleich rauslassen können, hätte ich es nicht Navarro geben müssen. Naja, egal. Oder wenigstens eine Flotte bauen. Ist auch okay. Zentynische Partikulisten. Sowas aber auch. Ah, der hat auch schon wieder 46.000, ne? Was sagt die Flotte? Bei 32, okay, da habe ich schon mal eine bessere. Das finde ich schon mal gut. Reduzieren mal hier die Dingens. Oder ich nutze die gegen Frankreich. Gucken. Ungarn macht nicht mit, ist doch super. Wieso machen die nicht mit?
Schulden und so. Oh, das ist ja klasse. Dann machen wir das doch so. Oh, ich sehe gerade. Ich habe ja schon wieder total überzogen. Ja, Mann, ich wollte nicht so lange Stream sah ich schon aufnehmen. Sag ich mal Schluss für heute und dann würde ich sagen, nächste Folge Krieg gegen von Kreisch. Würde ich sagen. Nein, da will ich nicht mit, okay. Jo, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.